Eine Lüge tausendmal wiederholt wird zur Wahrheit. Der Mann, der dies sagte, hat das sogar bewiesen. Die Lüge wurde Teil seiner selbst und des Systems, dem er diente. Sein Name war Josef Goebbels, Nazi-Deutschlands Propagandaminister. Die Mythen, die er erschuf, existieren bis heute. Sag mal, lieber Papa. Sag mal schnell, lieber Papa. Lauter. Dies sind Josef Goebbels Kinder. Einige Jahre nach diesen Aufnahmen opferte der Chefideologe des Dritten Reiches ihr Leben. Er tat dies nach der Einsicht, dass alle seine Kriege verloren waren. Aus dem Tagebuch des Reichspropagandaminister Josef Goebbels, 16.06.1941. Und haben wir gesiegt? Wer fragt dann nach der Methode? Wir haben sowieso so viel auf dem Kerbholz, dass wir siegen müssen, weil sonst unser ganzes Volk, wir an der Spitze mit allem, was uns lieb ist, ausradiert wird. Also ans Werk. So, to work. Am 22. Juni 1941 fällt Nazi-Deutschland ohne Kriegserklärung in Russland ein. Die Bombardements und der Beschuss verursachen Schrecken und Ungewissheit darüber, was noch bevorsteht. Die deutsche Armee wirft über Positionen der Roten Armee 22 Millionen Flugblätter ab. Die große Lüge beginnt. In jeder deutschen Armee war eine rote Propaganda. Sie hat sich выпуском листовок, анализом их влияния, допросом пленных, ну и так далее. Вот. Эти пропаганда-компании просуществовали до самого конца войны. Their lies were beautifully phrased. Ihre Lügen waren schön ausgedrückt. Rotarmisten wurde zynisch die Wahl angeboten, durch die Hand der unzerstörbaren deutschen Armee vernichtet zu werden oder sich zu ergeben, zu ihren Familien zurückzukehren und glücklich weiterzuleben. Eines der Ziele war es, die Soldaten der Roten Armee gegen ihre Kommandanten und Kommissare aufzubringen. Это было одно из линий немецкой пропаганды, что ваши комиссары, они не дают вам возможности перейти к немцам и таким образом сохранить свои жизни, так что берите свою судьбу в свои руки, бейте комиссаров или гоните их, в зависимости от того, какая была листовка, и переходите к немцам. Weisung vom Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Keitel. Politische Kommissare als Organe der feindlichen Truppe sind kenntlich an besonderen Abzeichen. Roter Stern mit goldenem, eingewebten Hammer und Sichel auf den Ärmeln. Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt. Der für Kriegsgefangene geltende Schutz findet keine Anwendung. Sie müssen von anderen Kriegsgefangenen separiert werden, um diese nicht zu beeinflussen. Getrennt von den anderen werden sie eliminiert. Doch selbst Soldaten, die keine politischen Kommissare waren, sahen sich einem Leben weit vom Glück beschrieben in den deutschen Pamphleten gegenüber. Mitte 1942 war weniger als die Hälfte der 3,5 Millionen Rotarmisten, die sich ergaben, noch am Leben. Eine Fotoausstellung mit dem Titel »Durch die Gefangenschaft« wurde kürzlich in ihrem Gedenken eröffnet. Viele deutsche Studenten waren begierig, sie zu sehen. Пулеметами и больше ничего. Никаких-то отапливаемых или вообще каких-либо бараков, нерегулярного питания. Вот здесь можно видеть, что военнопленные меняют какие-то свои вещи на хлеб. Все это приводит к массовой смертности, поэтому из тех, кто попал в плен на начальном этапе, мы считаем, что выжили не проценты, а скорее даже сотые доли процентов. Merkblatt für die Überwachung sowjetischer Kriegsgefangener, 8.9.1941. Geheim. Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen Deutschlands. Zum ersten Mal steht dem deutschen Soldaten ein nicht nur soldatisch, sondern auch politisch im Sinne des völkerzerstörenden Bolschewismus geschulter Feind gegenüber. Dadurch haben sie das Recht aufgegeben, wie Soldaten im Sinne der Genfer Konvention behandelt zu werden. Weniger als einen Monat nachdem Nazi-Deutschland in der Sowjetunion einfiel, gab es Nachrichten, Stalins ältester Sohn Jakob würde vermisst. Bald schon erschienen Bilder von ihm auf deutschen Flugblättern. Dort stand, Jakob habe sich den Nazis freiwillig ergeben. Было много листовок, посвященных пленению Якова Джугашвили.
старались всячески преподнести, что вам конец, что, видите, уже и сын Сталина попал в плен, и что он вроде бы сотрудничает с немецкими властями. Jakob wurde in der Tat gefangen genommen. Der einzige Unterschied war, dass er gefangen wurde, als er aus einer Belagerung auszubrechen versuchte und sich nicht freiwillig ergab. Er wurde in das KZ Sachsenhausen gebracht, 35 Kilometer von Berlin. Er war ein prominenter Gefangener. Er wurde nicht innerhalb des Bereichs für gewöhnliche Gefangene festgehalten, wo wir uns gerade befinden. Es gab ein besonderes Lager für prominente Gefangene und dort saß er ein. Jakob Dzugashvili wurde in einer dieser Baracken gefangen gehalten. Geheimdienstoffiziere verhörten ihn jeden Tag, konnten ihn aber nicht zur Kooperation bewegen. Er war bis 1943 im Lager. Es gab sogar das Gerücht, die Deutschen hätten Stalins Sohn im Tausch gegen Feldmarschall Paulus angeboten, der 1943 in Stalingrad gefangen genommen wurde. Eine weitere Geschichte, die später widerlegt wurde. Nachdem Jakob Dzugashvili realisierte, dass er für Nazi-Propaganda missbraucht wurde, beschloss er sich umzubringen und sprang in den Stacheldraht des Lagers hier in Sachsenhausen. Insgesamt gingen in den Jahren seines Bestehens über 100.000 Menschen in Sachsenhausen zugrunde. SS-Offiziere wurden hier trainiert, um in den neuen KZs in besetzten Gebieten zu dienen. Dies schloss Todeslager ein, gebaut, um komplette Bevölkerung auszulöschen. Die sogenannten Einsatztruppen der Nazis töteten mehr als 2 Millionen Juden auf besetztem sowjetischem Gebiet. Sie brachten ohne Gnade den Tod Frauen, Kindern und selbst den Alten. Die meisten Menschen würden mit Mordbefehlen wie diesen verrückt werden. Die SS-Offiziere jedoch hatten diese Skrupel nicht. Nicht für eine Sekunde erachteten sie ihre Taten als falsch, als Verbrechen. Sie waren durch Nazi-Propaganda trainiert und vorbereitet. Heute sind selbst radikale Maßnahmen nicht radikal genug. Josef Goebbels. Hier in der UdSSR waren deutsche Soldaten Gefangene eines anderen Mythos. Um das Sowjetsystem zu stürzen, sei es essentiell, die Juden auszulöschen. Sie wurden als das Fundament des Bolschewismus erachtet. In anderen besetzten Ländern zwangen Deutsche die Juden in Ghettos, auch wenn ihnen so zu leben erlaubt wurde. Nach der Invasion der UdSSR begannen die Nazis, ganze jüdische Gemeinden auszulöschen. Wir sehen открытки, которые посылались на фоне практически расстрелов в семье, жене и детям, где солдат пишет очень нежные строки о том, как он по ним скучает и как ему без них плохо, и гордо рассказывает о том, как он уничтожал еврейских свиней. Геббельсовская пропаганда активно работала с одной стороны на унижение других народов, а с другой стороны на возвеличивание простого немца. In seinen jungen Jahren startete Josef Goebbels einige erfolglose Versuche als Schriftsteller und Journalist. Die Karriere des Chefideologen der Nazis begann nach dem Wahlsieg der NSDAP. Eine seiner ersten Initiativen war die Bücherverbrennung, Reminiszenz an die Verbrennung der Ketzer im Mittelalter. Die erste Bücherverbrennung fand 1933 im Zentrum Berlins statt. Motto: Deutschland von undeutschen Ideen säubern. Unter dem Motto: Let's clear Germany of un-German ideas. Это очень нравилось, это было совершенно новое, потому что немцы себя чувствовали очень униженными. А Геббельс интуитивно он ощущал, что нужно сказать вот этим массам, чтобы они шли за ним. Знаете, как музыкант из города Хаммеля, который играл на дудочке, и крысы за ним шли. Im heutigen Berlin werden direkt neben dem Platz Bücher verkauft, wo sie einst verbrannt wurden. Auch eine Menge Geschichtsbücher, inklusive solcher, die über den Aufstieg der Nazis zur Macht berichten. Dem Moment, in dem Goebbels grünes Licht bekam. Das sogenannte Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda war in diesem Gebäude in der Wilhelmstraße beheimatet. Von 1933 bis 1941 verzehnfachte sich das Budget dieser Behörde.
Геббельс пробил такую концепцию, чтобы промышленность немецкая выпускала радиоприемники, доступные каждому немцу, так, чтобы каждый немец мог слушать радиопередачи. Кроме этого, про это, может быть, не все знают, но именно усилиями Геббельса и во времена Третьего рейха были произведены первые трансляции телевизионных программ для простых смертных. Dies sind rechtsextreme Kundgebungen im modernen Deutschland. Sie beziehen sich nicht direkt auf die Ideen des Dritten Reiches. Sie kämpfen dafür, Arbeit den Deutschen zu geben, nicht Zuwanderern aus anderen Ländern. Deutschland hat das schon einmal erlebt und zu was solche Slogans führen, ist wohl bekannt. Für die Unterstützer der Rechtsextremen ist das Deutschland der 1930er ein Modell für Ordnung und Stabilität. Dies ist ein weiteres Beispiel für eine Geschichtslektion, die einige nicht gelernt haben, dieses Mal aus der Ukraine. Der Slogan Ehre der Ukraine, Ehre den Helden ist eine direkte Kopie des Grußes, genutzt damals von den ukrainischen Nationalisten, die während des Krieges mit Hitler kollaborierten. Причем эти люди иногда делали то, что брезговали делать сами немцы. Иногда, да, с оружием в руках, они убивают даже не сколько партизан, сколько сочувствующее партизанам местное население. Anfang 2014, während der sogenannten Euromaidan-Proteste in Kiew, trugen lokale Nationalisten ehrfürchtig die Porträts Stepan Banderas. 1941 versuchte dieser, die unabhängige Republik Ukraine zu etablieren, als ein Protektorat von Hitler-Deutschland. Тех деятелях, которые пытались как-то, заигрывая с немцами, пытаться построить самостоятельную государственность, то они чаще всего либо немцами ликвидировались, либо сажались в концлагеря, где от них, по мнению немцев, было больше пользы, как от символов. Schreiben des Leiters der Parteikanzlei Martin Bormann an Reichsminister Rosenberg, 23.07.1942. Keinesfalls dürfen wir bei der nichtdeutschen Bevölkerung durch irgendwelche Maßnahmen ein Herrenbewusstsein züchten. Keinesfalls darf der nichtdeutschen Bevölkerung eine höhere Bildung beigebracht werden. Es muss also nach Auffassung des Führers durchaus reichen, dass sie lesen und schreiben können. Dies gilt auch für die sogenannten Ukrainer. Soldaten der Roten Armee zahlten einen hohen Preis, um das von den Nazis besetzte Gebiet zu befreien. Der Tag des Sieges ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste nationale Feiertag in Russland. Trotz der Tatsache, dass seit Ende des Zweiten Weltkriegs beinahe 70 Jahre vergangen sind, verbreiten sich noch immer zahlreiche Gerüchte. Auf einige von ihnen wäre selbst Goebbels neidisch. Even Goebbels would envy. Есть некоторые даже пожелания, не только у поляков, но и некоторых других, у прибалтов, например, чуть ли не поставить знак равенства между Гитлером и Сталиным. А Сталин, хоть и имел свои особенности, уж я-то это знаю, наша семья была и раскулаченной, и чего только, через чего мы только не прошли, и беды, и испытания. Но я бы никогда знак равенства даже не пытался ставить. Nach dem Krieg waren viele deutsche Generäle geradezu begeistert, ihre Memoiren zu veröffentlichen. Stalins Offizieren war das verboten. Darum ist vieles von dem, was man in Europa über den Zweiten Weltkrieg weiß, geschrieben von der Verliererseite. Dies ist Ismailova Park, ein beliebtes Touristenziel. Nur wenige wissen, dass während des Zweiten Weltkriegs eines der geheimsten Bauwerke des Landes hier versteckt wurde. So geheim, dass eine extra U-Bahn-Linie gebaut wurde, um es mit dem Kreml zu verbinden. 1936 wurde der Ismailova-Distrikt zur verbotenen Zone. Es begann der Bau am zentralen Stadion der UdSSR, benannt nach Josef Stalin und ausgelegt für 200.000 Zuschauer. Aber drei Jahre später wurde der Bau gestoppt. Die Einrichtung, getarnt als Stadion, war in Wirklichkeit bereits beendet.
Oktober 1941 kam ein weiterer Mythos auf. Es gab Gerüchte, die Regierung habe Moskau verlassen, die Büros im Kreml seien leer und die Stadt habe sich den Deutschen ergeben. Die Wahrheit ist, dass Stalin Moskau nie verlassen hat und im geheimen Bunker in Izmailowa arbeitete. Stalin always spoke quietly. For this reason, special acoustics were designed so that everyone sitting at this table could hear him. Der Konferenzsaal des Generalhauptquartiers sieht mehr wie ein Palast aus. Stalins Privaträume sind noch immer in einem tadellosen Zustand. Eine Schlachtkarte hängt an der Wand. Sie wurde täglich auf den neuesten Stand gebracht, als Stalin hier arbeitete. Ein anderer Mythos ist, dass Stalin und sein Zirkel die deutsche Armee angeblich eigenhändig verstärkten, kurz bevor der Krieg begann. Wehrmachtsoffiziere sagten, sie hätten Manöver auf sowjetischen Truppenübungsplätzen absolviert. In Wirklichkeit fiel der Umfang der Militärkooperation zwischen Deutschland und der UdSSR deutlich, nachdem Hitler an die Macht kam. Aus dem Tagebuch des Reichspropagandaministers, 16.06.1941. Das Zusammengehen mit Russland war eigentlich ein Fleck auf unserem Ehrenschild. Der wird nun abgewaschen. Ich sage das dem Führer und er stimmt mir vollkommen zu. Er schätzt die Aktion auf etwa 4 Monate, ich auf weniger. Wir stehen am Beginn eines beispiellos erfolgreichen Feldzuges. Wir müssen handeln. Der Forscher Igor Pykalov ist Autor des Buches »Der große Krieg, über den gelogen wurde«, das auf Archivmaterial beruht. In diesem Buch versucht der Autor, die geläufigsten Mythen zu widerlegen, nämlich dass Stalin plante, Nazi-Deutschland selber anzugreifen, Hitler jedoch schlauer war und zuerst zuschlug. Называется, что скрывает советская власть. То если мы обратимся к документам и к свидетельствам, значит, то выясняется, что, в общем-то, никакого превентивного нападения не было. Причем это прекрасно понимали не только, сказать, это те же самые Геббельс и прочие, сказать, его подручные, но и, в общем-то, немецкие генералы. 1941 arbeitete die sowjetische Rüstungsindustrie am Limit. Dennoch übertraf die Zahl der deutschen Einheiten an der Grenze die der sowjetischen um das Fünffache. Dieses Kräfteverhältnis hätte einen präemptiven Angriff auf Deutschland sehr unklug gemacht. Die ersten Tage der Nazi-Invasion verbleiben unklar. Dennoch gab es einen Mythos in den Jahren der Perestroika. Stalin hatte so viel Vertrauen in den Nicht-Angriffspakt mit Hitler, dass er der deutschen Gefahr gegenüber blind war und konsequent seine Verantwortung als Befehlshaber verletzte. Der Mythos, dass sich Stalin in einem Schockzustand befand, kann leicht widerlegt werden. Ein kürzlich freigegebenes Dokument zeigt Stalins Termine für den 22. Juni 1941, dem Tag, an dem Nazi-Deutschland in der UdSSR einfiel. Stalins Besucher. Außenminister Molotow kam um 5.45 Uhr und ging um 12.05 Uhr. Generalstabschef Schukow kam um 5.45 Uhr und ging um 8.30 Uhr. Vizeaußenminister Wischinski kam um 7.30 Uhr und ging um 10.40 Uhr. Dimitrov, Leiter der Kommunistischen Internationalen, kam um 8.40 Uhr, ging um 10.40 Uhr. Поднимаются многие тысячи оружий, фонсозников, интеллигенции, на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Народ победил не благодаря так называемому мудрому руководству Сталина. Нет, у Сталина было множество ошибок, просчетов. В начале войны не об этом сейчас речь, а речь о том, что именно наш народ, его сплоченность, его единство, его мужество помогли нам выдержать эту страшную угрозу.
Hier vor dem Brandenburger Tor in Berlin marschierten Nazi-Truppen, bevor sie an die Ostfront gingen. Vor der Invasion der Sowjetunion hatte Deutschland den sogenannten Plan Ost vorbereitet. Dieser besagte unter anderem, dass 80% der Bevölkerung in eroberten Gebieten gewaltsam entfernt und durch Menschen der Herrenrasse ersetzt werden sollten. Der Plan sollte direkt nach dem Sieg über die Sowjetunion ausgeführt werden. Dieser Plan, Teile der Sowjetunion zu kolonisieren, erstreckte sich über die nächsten 30 Jahre. Solange deutsche Truppen kämpften, wurde er geheim gehalten, um einen Aufstand zu vermeiden. Der betroffenen Bevölkerung wurden weiterhin Mythen über ihre glückliche, wohlhabende Zukunft erzählt. Laut des Planes sollten zwei Städte komplett zerstört werden, Leningrad und Moskau. Die Belagerung Leningrads dauerte 900 Tage, während derer nahezu 600.000 Menschen verhungerten. In den letzten Jahren ist ein weiterer Mythos aufgetaucht, dass solche Verluste hätten vermieden werden können, wenn das sowjetische Oberkommando den Nazis die Stadt übergeben hätte. Jeder, der so etwas sagt, hat keine Ahnung von Hitlers Masterplan und dem Schicksal, das er für diese Stadt und ihre Einwohner geplant hatte. Aus den Aufzeichnungen des Generalstabschefs Generaloberst Franz Halder, 8.7.1941. Feststehender Entschluss des Führers ist es, Moskau und Leningrad dem Erdboden gleichzumachen, um zu verhindern, dass Menschen darin bleiben, die wir dann im Winter ernähren müssten. Die Städte sollen durch Luftschläge vernichtet werden, Panzer dürfen nicht eingesetzt werden. Diese nationale Katastrophe wird die Zentren des Bolschewismus ausmerzen und außerdem den kompletten Moskauer Staat. Ein Jahr nachdem die Belagerung Leningrads begann, nahm der Krieg schließlich einen anderen Verlauf. Feldmarschall Paulus, Autor von Operation Barbarossa, wurde bei Stalingrad geschlagen. Da wurde vielen Soldaten und Wehrmachtsoffizieren klar, dass der schnelle und siegreiche Krieg, den Goebbels an der Ostfront versprochen hatte, ebenso ein Mythos war. Nach der Niederlage bei Stalingrad wurden viele hochrangige Nazi-Offiziere gefangen genommen. Sie wurden in ein Kriegsgefangenenlager außerhalb von Moskau gebracht. Viele begannen mit den sowjetischen Behörden zu kooperieren und nutzten ihre Propagandatechniken für antifaschistische Kampagnen. Von diesem Augenblick an musste Goebbels Propaganda mit Pamphleten konkurrieren, die deutsche Truppen ermutigten, sich den Sowjets zu ergeben. То, что наша пропаганда сделала, это она заронила сомнения в немецкие души, что война для них кончится благополучно. Наша пропаганда способствовало тому, что 2.200.000 немцев предпочли поднять руки Hände hoch, чем погибнуть. 1945 neigte sich der Krieg dem Ende zu. Goebbels Büro wirft die letzten Ressourcen in den Krieg. Die Hitlerjugend reichte nicht, um Berlin zu verteidigen. Darum ermutigte die Propaganda Frauen und Alte, zu den Waffen zu greifen. Als die Sowjettruppen Berlin betraten, flohen Goebbels und seine Familie in Hitlers Führerbunker. Dieser ist nun mit Erde aufgefüllt und das Holocaust-Denkmal wurde darauf errichtet. Am 1. Mai 1945 begehen der Chefideologe des Dritten Reiches und seine Frau Magda Selbstmord. Bevor sie dies tun, vergiften sie ihre 6 Kinder mit Cyanid. Before doing so, they poisoned all 6 of their children with cyanide.
Убийство было аранжировано, сделано тоже как особенно такой акт. И ходили в белые одеяния, очень красиво причесали. Дети заснули. Магда самолично вложила ампулы с цианистым калием в рот каждого из своих детей и проследила, чтобы эта ампула действительно зубами ребенка была разломана, чтобы яд действительно затек в рот. Nicht lang vor seinem Tod schrieb Dr. Goebbels seine letzte Schmähschrift. Er sprach von der Gefahr eines eisernen Vorhangs, den die Kommunisten über Europa herablassen würden. Ironischerweise wurden diese Worte in Goebbels Herrenhaus geschrieben. Es stand, wo schon bald die Bauarbeiten für die amerikanische Botschaft beginnen sollten, dem Hauptgegner der UdSSR im Kalten Krieg. Goebbels Plan, Zwietracht in der Anti-Hitler-Koalition zu sehen, funktionierte, denn es ist genau das, was geschah. As this is exactly what happened. Während einer Rede in Fulton 1946 wiederholte der britische Premierminister Winston Churchill beinahe Wort für Wort, was Goebbels von der Gefahr hinter dem eisernen Vorhang sagte. Die Mythen des Chefideologen der Nazis fielen im Westen auf fruchtbaren Boden und sie wuchsen, um Nahrung für den Kampf gegen den Kommunismus zu sein. Heute müssen wir diese Mythen bekämpfen, in Erinnerung an jene, die den Zweiten Weltkrieg gewannen.